Ja, hi, da bin ich wieder. Daniro LP bei Mega Man X8. Ja, wir sind mit dem Kampf. Hab keine Zeit. Ich muss den hier schnell töten. Ey. Warum? Oh nee. Ach komm schon. Der war doch auf Dingen. Na toll, jetzt bin ich wieder runtergerutscht. Ausgerechnet. Wer findet denn sowas hier? Komm schon. Wie soll ich denn? Boah. Wer findet denn hier? Ey. Der Drache hält mir einfach zu viel aus. Mann. Da guck mal einmal weg. Ey, das gibt's doch nicht. Boah, hoffentlich krieg ich trotzdem noch was. Ruhm und Ehre. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Wieso muss ich noch hier durchlaufen? Was soll das? So, dann haben wir zwei Dinge hier bekommen. Letzte. Ein Metall und einmal ein Bastardteil, was ich sofort wegrüste. You're the fastest Maverick Hunter I've ever seen. Was Grünes? Ach, dann wird das hier wohl irgendwas sein. Oh, geil. Baue einen Lebenstank, um ihn mitzunehmen. Er kann Lebensenergie speichern. Geil. Das hätten wir schon viel früher brauchen können. Dankeschön. Du kannst mich auch mal spielen. Ich hatte gewusst, hätte ich die Level schon viel früher gemacht. Ja. Na gut. Dann müssen wir nur noch hier letzte Dinge holen. Ah. Verdammt. Wisst ihr was? Dann nehme ich mal hier die Chance wahr und zeige euch hier meine Teilmission. Nehmen wir hier seine anständigen Sachen. Ein Ultra-Geschoss mit Malarum ist nicht überspringen von ein. Oh, ich kann nur einen, verdammt. Ich Idiot. So, hier ist eigentlich nur die Mission, alles zu töten, was auf einen zukommt. Da werde ich wahrscheinlich so in den nächsten 10 Minuten machen. Da ist eigentlich nur um Punkte zu sammeln. Und mehr nicht. Hey, ich bekomme noch nicht mal Schaden von euch. Ding, das nervt mich jetzt hier wahrscheinlich die ganze Zeit. Ah, warum kann ich das nicht tun? So.
Und zack. Ich glaube, das wiederholt sich auch eine ganze Weile hier. Oder? Ich hab den überhaupt drin. Nein. Ja. Das ist eigentlich relativ eintönig und ein bisschen langweilig, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Also wenn immer das gleiche Pattern jetzt kommt, dann... Nee, anscheinend nicht. Jetzt kommen mehr Gegner. Na? Na komm. Ja, mehr wird hier wahrscheinlich nicht passieren. Mehr habe ich mir jedenfalls nicht vorgenommen. Das eine, andere, der Schnee, da ist fast genau das gleiche, nur mit diesem Schneemobil. Also, so alles abballern, was einen Quere kommt. Ah, das Ding nervt hier. Er hat die echt denken, dass ich zu blöd bin, dem Ding auszuweichen. Ich wollte nicht mal ausweichen. Hier machen wir gar keinen Schaden. Es gibt noch eine Nebenmission, glaube ich. Aber das war es dann auch hier. Ja, wenn die zwischendurch kommen können, dann ist kein Problem. Ich mache sowieso keinen Schaden. Ich könnte das eigentlich... Naja. Die ganze Zeit machen. Kein Problem. Der Metallenergie findet er vielleicht auch nicht. Jetzt, wo ich mir so recht verliere. Ich glaube, das Schneemobil, die Schneemobil-Version macht dagegen auch noch ein bisschen mehr Bock. Einziger Punkte gibt es hier der eine, der manchmal vorbeikommt. Na okay, genug davon. Bin mir langsam ein bisschen zu eintönig. Aber wir haben 700 Metall bekommen. Das ist auch was. Dann zeige ich nochmal die Teilmission von Avalanche Yeti. Und dafür nehmen wir auch Ex. Das ist, wenn ich mich nicht irre, genau gleich, nur mit Schneemobilen. Wenn ich mich nicht irre. Ich habe mich noch nicht so sehr damit vertraut gemacht. Ich habe es nie so oft gespielt, hier mit Teilmission. Aber naja, ich stelle mir vor, es ist genau das gleiche. Oder? Thomas will ein Eismann mit dem Eisschild. Oder ich habe doch eine Mission. Ich habe damit ein. Wow, ich habe diesen Spieler gekriegt. Ja. Ja, das ist hier sehr viel ergiebiger. Boah, ist das schwierig, ne? Oh. Ey. Sie ist ja gar nicht. Ey, was ist das denn für eine Verarschung? Oh mein Gott. Ich habe jetzt schon so viel Metall bekommen wie... in 5 Minuten bei der einen.
Oh nein. Ey, wie viel Metall kann man denn hier bekommen? Ich glaube, ich mache noch ein paar hiervon. Da bekommst du ja locker Metalle. Du bekommst sogar Leben. Aua. Hi. Wow, geil. Guck ich mal an, wie viel Metall wir hier durchbekommen. Aber oh, schon vorbei, schade. Ey, ist ja genial. Dann mache ich jetzt noch mal. Hallo? Guckt euch die Belohnung an. Ja, aber diesmal nehmen wir Exo. Weil das Dauerfeuer von ihm dürfte etwas besser sein. Glaube ich. Weiß ich nicht. Muss. Us. Aber ich weiß schon, wie ich ein paar Dinger farmen kann. Metalle. Werde ich bis zum nächsten Part vielleicht ein paar Metalle farmen. Genau. Habe ich mir verdient nach all den Fails. Hallo? Halt. Und so. Schön abbremsen. Ich hier so Metalle abbekomme. Ja, schön. Das ist vielleicht der nervige Teil wahrscheinlich wieder. Ja, das habe ich mir gemerkt. Da mache ich noch ein bisschen offscreen. Wenn ich jetzt mal dick Metall fahren. Da könnte man sowas verlaufen. Das Problem ist ja jetzt nicht mehr, ich habe jetzt einen Lebenstank. Hallo? Das Problem ist jetzt echt nicht mehr, dass ich hier bei den Bossen verreckt wurde oder so. Könnte wahrscheinlich noch am Ende der Fall sein, aber nicht mehr bei den letzten Boss hier. Und ich habe mal so locker 5000 Dinger. Da kam dann noch was. Also noch mehr Dinger, ich hätte ja noch mehr Dinger. So, jetzt mal locker 5600 Metall. Glaub mir, nächstes Mal, wenn ihr einschaltet, werde ich noch mehr haben. Hallo? 2700? So, dann kaufen wir uns jetzt erstmal wieder ein paar Sachen. Erstmal die ganzen kleinen Sachen. Waffe, Höhlen, plus 2, ja. Hm. Einen können wir, glaube ich, selber können. 2 jetzt holen, oder? Ja, auch für 5000, hallo. Als ob er nicht schon stark genug wäre. Den können wir schon auf 100% hier bekommen. Wenn wir genug Metall haben. Wir auch machen werden. Also, ich werde vorbereitet sein im nächsten Part. Ja, dann sehen wir uns. Ja, im nächsten Part. Mein Name ist Daniel LP und Wiedersehen.